Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erlengrad im LS9 Sniping DLC zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. Hallo! So, ich war gerade nochmal am Entladen des Heus, was jetzt hier noch in meinem wunderschönen Ladewagen drin war. Du bist gerade an der BGA tätig, oder? Nee. Nee. Beide hat man leer. Oh. Was ist auf der Schule? Also, ich hab noch gerade so ein Ding hinfangen können, aber dann ist mal ausgegangen. Als ob der schon wieder leer ist. Ja, ja, der sauft ganz schön durch. Na gut, kann vielleicht sagen, 30 km/h fahren. Also, 35, 40 teilen. Ja. Braucht eine dickere Batterie rein, da geht das schon. Ein extra Teil. Was haben wir hier wieder rein? Da haben wir die wunderschöne. Oh Gott, da kommt einer. Moin! Hatte jetzt oh, Alter! Gar nicht auf dem Schirm und du wahrscheinlich die Straße nicht anscheinend, so wie es sie ja gehört hat. Was? Ihr gesagt, nee, ich bin schon gut auf die Straße gekommen, aber ich bin voll rumgedriftet, Alter. Oh, ja dann. Ah, unser Mais geht halt auch wunderbar. Oh, das ist ja echt wieder lange her, damit wir das letzte Mal auf dem Spielstand waren, ne? Eine Woche könnte es jetzt her sein. Wir nehmen halt immer mehr Aufnahmen auf. Ich weiß ja nicht, ob ich da oben noch was liegen hatte. Aber es sieht mir von der Ferne so aus, als wenn da noch was liegen würde. Ja doch, es liegt auf jeden Fall noch was oben. Okay, diesmal fahren wir mit Schmackes an. Vielleicht lüpft's dann. Oh, Alter. Gucken wir mal hochkommen. Und unterscheiden. Ja. Ja, lässt sich sehen, kann man machen. Ja, wir fahren jetzt erst oben ran, damit wir dann von oben nach unten fahren können. Ist wesentlich angenehmer. Ansonsten muss ich immer so kämpfen, der Steuer. Und da sind sie, die 100.000 Euro auf dem Konto. Jawohl, los. Letzte Folge noch drüber geredet und heute sind sie da. Oh, sogar 101. Das finde ich super. Ah, das war der Weidemann. Hat er so lange zum Tanken gebraucht? Es ist Strom, das dauert lang. Also du hast schon an der Stromzapfsäule getankt? Ja, weil den gibt's ja keine Tankstelle. Das Witzige ist ja, ich kann ja auch den Traktor da tanken. Ach so, haben wir deine hinplatziert, ja, ne? Ich hab deine hinplatziert einmal. Oder du? Stimmt, da haben wir meine hinplatziert, genau. Hatte ich schon mal sogar vergessen, ich wäre jetzt entweder zum Hof gefahren oder zur Tankstelle. Nein. Bei Rockrad ist nichts für uns. So, da haben wir unser Lied. Unser Radio, wie gesagt. So, 25.000 Euro brauchen wir noch, da können wir noch eine Wiese kaufen. Stimmt, da haben wir auch mal drüber geredet gehabt, ne? Haben wir uns schon die rausgesucht gehabt? Nö, ne? Soweit ich weiß. Doch. War da echt? Die hinter uns am Hof. Ach so, stimmt, genau, die war ja relativ groß ist fürs Preisverhältnis. Oh Gott. Das ist jetzt unabsichtlich. Da wollte man den, bei der Leertaste macht man ja auch Rückwärtsgang rein und ja, unangenehm das Ganze dann. So, dann kommen wir da hoch mit dem Gang oder müssen wir noch eine Gruppe runter machen? Aber beides sind so ein kleines Stück und das dürfte man hinkriegen. Das dürften wir das schaffen. Jo, haben wir auch. Wunderbar. Dann fahren wir gleich in die rein. Mal gucken, wer als erster fertig wird. Entweder du unten oder ich oben. Ich glaube, du oben, weil du bist definitiv schneller. Aber du hast mehr geraden als ich. Weil ich muss auch einen Berg auffahren. Aber deiner ist auch leichter dafür noch. Ach so, stimmt, haben wir das Update jetzt von dem schon gemacht gehabt? Nee, ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Oder jetzt war es so zu gelegen. Aber als DLC wollte man noch updaten. Ach Gott, ich schiebe irgendwie immer von her. Ja. Ich vergesse das halt auch einfach immer wieder. Wenn man es nicht direkt macht, wenn man dran drückt, dann. Ja. Ist es ganz schön mal vergessen. Also die einzigen Mods, was wir noch updaten sollten, ist der Weidermann Ego-Auftrag, aber dann können wir dann immer so einen Ball tanken mit dem.
Und ich glaube, das ist ja auch nur das Update, dass man halt da nicht mehr tanken kann. Was anderes ist das ja glaube ich gar nicht, oder? Mhm. Ja dann, ob sich das dann lohnt, ich weiß ja nicht. Das jetzt braucht noch 1 Megabyte, das Update dann. Ich hab bei 70%. Ich 51 jetzt gerade momentan. Oh, ich glaube, ich werde doch schneller vor dir fahren. Oder meinst du mit 71% voll oder von der Wiese? Allgemein beides, glaube ich sogar. Ach so. Ja, nee, da bin ich schon definitiv weiter. Ich würde nur sagen, ich habe 80%. Von der Wiese nicht jetzt, aber ich meine jetzt vom Füllstand her, aber von der Wiese her bin ich glaube ich auch schneller fertig als du. Also Füllstand habe ich momentan im Ladewagen 72. Stand jetzt. Nee, das wird nix. War ein Baum? Oder war da anderes? So. Ich glaube, die kriegen wir sogar noch mit dem kompletten Ladewagen mit. Ein bisschen Glück. Boah, war das gerade knapp. Was gab's? Ich bin voll. Ich habe Allrad nicht drin gehabt. Und dann wollte ich da eine Bahn mitnehmen und die war irgendwie fast komplett hochgeschwadet. Und ich denke so, ja, ich schieb den jetzt der Rückwärts hoch, dann geht es. Ich habe Allrad nicht drin gehabt und wäre fast wieder zeitlich weggerutscht. Schwierig. Oh, hier wurde nicht geschwadet. Nee. Ich hab ja nicht geschwadet. Ich weiß. Oder hab ich geschwadet? Nee. Das war Stuke. Tü. War da was? Nee, ne? Schreib mal raus, alles gut. Ich jawohl, wir schaffen's. Ja, wir haben's geschafft. Gut. Da wieder rum. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Da wäre er jetzt fast abgestorben. Oder es muss nicht sein, aber er war nah dran, sagen wir so. Toll, ich muss, Alter. Jetzt aber noch. Was gab's für ein Problem? Alter, er wurde gerade voll ausgebremst, ne? Wie das? Du ein Auto? Ja, das sind 7 Autos auf einmal gekommen. Oh, Alter. Ich glaube, ja gut, da musst du es gut ausbremsen. Also, ja. Du, ich würde mal sagen, da war irgendwo Stau, ne? Ansonsten. Oh, ja, wir haben es ganz gut gefangen. Und zwar nur die Hälfte mitgekriegt, aber gut. War zwar immer noch ein bisschen so durch und schaue, dass ich immer noch einen Teil mitkriege, also andere schwarmen dann einfach beim nächsten Mal wieder zusammen. Ich weiß halt auch einerseits nicht, ob das immer so gut ist, das was zwischen den Bäumen ist, immer mitzumähen. Also. Warum? Ne, ich meine jetzt, wenn von Realität her meine ich. Puh, du. Naja, wenn wir ja nicht direkt das Holz mit, also wenn wir nicht direkt den Baumstoff nicht donnern. Ja, oder in ein großes Äschle, dann geht das Ganze. So, also, wir sind voll, wir sind nicht in den Meister reingefahren, war zwar ein Stück knapp, aber ging noch. Na, trinken wir erstmal noch ein Schlückchen. Der Weg ist ganz schön willig. Ja. So, ich hoffe mal, der kommt. Ne, da vorne kommt da. Ich fahr ganz außen. Da du da. Ging. Außen rum. Wunderbar. Bist du oben fertig?
Ja, bin ich. Also, das ist zwar noch schräg noch ein bisschen was, aber das kann man dann gleich dann noch mitmachen. Ich hab noch, glaube ich, 3 Bahnen oder so. Okay, gut. Das dürft ihr alles mitkriegen, oder? Ja. Hm? Eher nicht? 4 Bahnen sind's doch. Nee, glaube ich nicht. Aber passt schon, Fahrheim, ich mach das. Nee, ich muss jetzt sowieso noch was abladen und dann habe ich ja so. Ich habe ja noch ein Stück an der Schräge noch was liegen, was ich mitnehmen muss. Ach so, ja, okay, dann. Also, ich muss da so oder so nochmal hin. Oder was heißt muss, aber. Werde ich machen, weil ich ansonsten. So. Ansonsten bleibt was liegen und das bringt uns ja natürlich Geld ein. Ich weiß gar nicht, wie viel kriegen wir jetzt nochmal von der Gruppermission? Auch nochmal ein paar tausend, ne? Keine Ahnung. Ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, wie viel die gebracht haben. 2000. Okay. Läuft überhaupt? Ja, ja. Ja, ich habe den angestellt. Der müsste schon wieder arbeiten, der gute Bürger. Für 22.000 Euro. Ach so, Kartoffeln sind. Ey, für 10.000 Euro Weizen sehen. Was? Für 10.000? Ey, Vertrag akzeptieren, Feld 14. Feld 14. Ah, das ist relativ groß, aber trotzdem, das ist eigentlich. Okay, ich akzeptiere das mal, oder? Ja. Bin das gerade gar nicht. Was sehen, oder was? Sehen, ja. Weizen. Für wie viel? 10.000? 10.000. Ach so, die ist schon ganz oben jetzt. Ja, ich hab's ja schon angenommen. Die 14. Ja, so groß ist die jetzt auch nicht. Ja, aber. Ja, im Verhältnis. Könnte man mit der 2 bisschen vergleichen, glaube ich sogar. Wenn man ganz ehrlich für 10.000 Pop. Ja. Ist angenehm, schmeckt. Mhm. So, raus hier, Auto kommt keins, wunderbar. Wir sind vorhin schon alle durchgefahren. Da vorne können wir dann gleich wieder links. Ah, ging noch. Steier schon, sieht schon wieder aus, komplett eingesaut. Nö, meine geht eigentlich noch voll. Ich weiß nicht wieso, meine ist immer voll dreckig, nach kurzer Zeit. Du waschst ja auch nie wirklich. Ich hab mir erst, bevor ich jetzt hier auf die Wiese gefahren bin, habe ich ihn erst komplett gewaschen. Wer wächst den denn immer? Wachst? Ich hab von Anfang an. Ja, einölen meine ich. Du wachst. Ich hab von Anfang an gesagt. Einölen ist scheiße, Flo. Ich mach's nicht und meiner bleibt sauber. Mhm. Aber mein Gewicht ist saudreckig. Er ist bei mir auch, aber der Ladewagen sieht auch dementsprechend bei mir aus. Also viel Unterschied von Traktor zu Ladewagen ist da nie mehr. Na genau, hier liegen noch ein paar schöne dicke Schwaden rum. Die wollen wir uns nicht entgehen lassen. So ein bisschen am Hang, aber geht schon. Hallo? Hm? Kack jetzt nicht ab, ne? Ich sag's dir. Hallo? Was machst du denn mit dem Umsteuer? Der will nicht, wie ich will. Hm. Komm! Brauchst du schieben? Alter, der hebt vorne halb ab, ne? Wo bist du überhaupt? Da hinten? Alter, ich sehe deine schwarze Fontäne, ne? Ei. Der ist einfach vorne abgucken gerade eben, hast du das gesehen? Nee, so, da war der Buschen vor. Hab ich jetzt gar nicht gesehen können, was du mit dem getrieben hast da hinten. Der ist vorne abgucken. Ei. Ja gut, ne?
Oh Gott. Sperren. Ja. Jetzt hat. Kurz lenken, dann geht die Sache. Dann können wir die Sperren auch wieder raus machen hier. Allrad lassen wir noch kurze Zeit drin. Weil hier vorne wird es dann doch noch mal ein gutes Stück schräger. Beziehungsweise immer ein bisschen steiler hoch. Hast du da noch Platz für eineinhalb Bahnen? Ich habe jetzt gerade 30% drin. Ja, doch, dürfte noch reinpassen, glaube ich. Okay, gut. Flo? Hm? Ich habe mal überlegt, vielleicht ob man Feld 1 umgruppern. Vielleicht. Wenn wir dann die größere Wiese gekauft haben. Ach so. Ja. Das wäre tatsächlich zu überlegen, ja. So, dann haben wir das auch. Dann haben wir unten noch eine Bahn. Beziehungsweise zwei Kleine. Oder sollen wir dann stattdessen noch ein Feld kaufen? Nee, ich würde tatsächlich. Nee, weil die Felder sind nicht sau teuer. Und für das Geld kriegen wir eine viel, viel größere Wiese. So, ich fahr dann heim, oder? Ja. Ich habe jetzt gerade erstmal 35% drin. Die eine Bahn dürfte ich auf jeden Fall dabei die drüben noch mitkriegen. Ist in einer Halbbahn, denn aber. Oder eineinhalb. Also ich würde mal geschätzt sagen, die gehen auf jeden Fall noch rein. Meine Schätzung. Okay. Dabei hätte ich sogar noch Platz im Ladewagen. Aber? Ganz hinten. Ach so. Also, laut Optik. Also, ja, halt dann schon gestanden, wie ich mein dich. Muss ich dich jetzt da vorne noch anschieben, oder was? Autofahrer? Ist ja noch zweieinhalb Bahnen. Echt, sind es noch zweieinhalb Bahnen? Mhm. Oh, sorry. Alles gut. Du bleibst halt, wenn es nicht reinpasst, bleibt halt ein bisschen was liegen. Komm mal drauf an, wie lang die Bahn noch ist, aber. Der Zug ist auch unterwegs. Zweite oder dritte Mal sehen heute schon. Das Rädchen da ist auch gerade ein bisschen ausgerastet. Boden relativ uneben hier. So, also ich habe jetzt die eineinhalb Bahnen mit und habe jetzt knapp 70% drin. Also die eine dürfte auf jeden Fall noch reingehen. Nochmal 2000, 108. Mit meinem noch dazu 111.000, sowas würden wir wahrscheinlich knacken. Und wie viel kostet die 125, oder? Glaub schon. Okay, ja, das geht eigentlich dann voll klar. Aber dann schickt mir da einen Petra gleich sehen, oder? Würde ich sagen. Ja. In Richtung Heim oder dann okay, weit in der voll. Also ja, so 10 Meter oder was sind noch liegen blieben oder 7, aber wiegt ein bisschen, also das wären jetzt glaube ich vielleicht 1000 Liter. Da lohnt sich nicht nochmal extra fahren. So, dann fahren wir somit die letzte Fuhre an Heu für diese Runde verkaufen.
Fahren wir auf die Straße, machen wir rundum Leute einmal an hier. So geht es vor einer Sturzbahn, kann also nicht kommen. Stunden auf einem guten Steil drauf fahren. Also ich glaube jetzt knapp 2 Stunden allein vom Heuheim fahren sind es drauf gekommen. Der steht normalerweise bei uns im Wohnhaus. So viele Fahrzeuge haben wir eigentlich nicht. Haben wir schon. Okay. Weil der schafft die Sämaschine easy. So. Dann schieben wir den letzten Ladewagen ja nochmal rückwärts rein. Oha. Ich glaube, ich mache da vorne nochmal Gewicht hin. Achso, ja, das wäre glaube ich von Vorteil. Weil der hängt ein bisschen arg drin. Das sind die 110. Schauen wir mal die 111 noch. Oh, ganz knapp nicht, aber fast. 400 oder 1000 Kilo? Hm? 400 oder 1000 Kilo? 400 reicht doch easy. Naja, 4 hat's nicht breit, ich mach mal 1000 dran. Ja, wobei, wenn die Sämaschine komplett voll ist. Die wiegt schon was. Das muss eigentlich gesät werden. Weizen. Das ist okay. Nein! Was passiert? Hast du Gewicht umgehauen? Nee. Nee? Ich wollte die Saat umstellen, habe aber dann auf Entladen. Also, wir haben Controller, das ist ein Dreieck und L1. Auf ändern. Mhm. Und ich habe auf R1 und Dreieck gedrückt. Ach so. Oh. Ja gut, ne? Musst halt noch ein paar Sekündchen warten, bis du loslegen kannst. So, wir bekommen in die heimlichen Wege zurück. Oh, da liegt es gleich wieder viel frischer hier. Nach Grudenschorf. Ich will mal auch mal gucken, wie es denen geht, weil da haben wir jetzt echt eine Weile nicht mehr drum kümmert um die. Ich glaube, die bräuchten mal wieder Wasser. Ja, und vielleicht ein bisschen reinigen. Also beziehungsweise sauber machen, halt, was sie rausgeschmissen haben aus dem Futterdruck. Ansonsten glaube ich, geht es denn so noch ganz gut. Bei Futter oder Heu haben sie ja am Morgen dieses Tages gekriegt oder so. Ich glaube, daran sollte sie nicht scheitern. So, machen wir mal waschi waschi hier. Erster Steuer ist sauber. Das Gewichtchen noch. Oh, ist wieder sauber. Guten Krone-Ladewagen. Fehlt 14 was, gell? Mhm. Das ist genau da, wo der Büroraum momentan ist. Daneben, glaube ich. Das fällt gegenüber, sozusagen. Von der Straße aus gesehen. Sauber? Ja, doch. Sieht relativ sauber aus. Dann machen wir noch den Pudding. Schön natürlich auch die Pickup reinigen, ist natürlich wichtig. So, Reifen. Ja, und das ist das glänzt das Teil schon wieder. So wie es soll. Steuer natürlich auch. Weil da eigentlich nicht viel dreckig sein dürfte, wenn noch ein bisschen Eckstaub, aber ansonsten. Noch das gute Dreieck.
Und da blinkt das Teil wieder, wunderbar. da hinten haben wir die mal reinpackt, genau. Neben unseren guten Striegel. So. Holen wir nicht zu weit rüber. Aber da müssen wir noch ein bisschen anpassen, weil das Zeug wieder innen drin wächst. Das ist krass, was normalerweise nicht sollte. Na, passt. Steht. So, Mission. Läuft. Wunderbar. Kannst du gleich deinen Ladewagen nochmal aufräumen? Ja, ich hab gewaschen. Ah ja, hast du jetzt schon nach den Kühen, Viechern geschaut? Nee, hab ich tatsächlich noch nicht. Sauberkeit 0, Wasser haben sie noch, Gras und Heuer auch noch. Wolle ist auch einiges drin. Aber sauber machen sie brauchen es ja unbedingt. Okay. Ich sag's immer wieder, wir brauchen eine zweite Schaufel. Ja. Wir sind zwischen auch. Ich weiß gar nicht, haben wir noch einen Frontlader gehabt? Ja, ja, Frontlader schon. Noch! Oh! Ich stehe im Futter. Was? Achso. So, und hier zu. Wo haben wir denn? iPhone normalerweise. Ah, da steht er. So. Soll ich den Ding aber schnell herholen? Hm? Beim kaufst du nochmal Staufel und machst dich schnell sauber, oder? Ich bin jetzt gerade am Düngen. So, auf dem Weg. Achso, ja, okay, dann. Dann waschen wir mal vorher nochmal. Dass ich mal endlich mal mit dem Zauberer gespannt auf die Gegend fahre. So. Düngerstrahl muss jetzt nicht so sauer, der ist eigentlich noch bis auf 3. Glänzt noch relativ gut. So, Lichtfahne. Ja, passt. Gut, das heißt, wir... Aber bei es ging... egal. Warte, ich mach mal hier runter. Weißt du, was mir jetzt gerade auffällt? Hm? Okay, wir haben kein einziges Fahrzeug mehr, das 50 läuft. Stimmt, ja. Ja, okay, wir haben überall ältere Technik, also. Da war 40 km/h schon die Grenze, größtenteils. Na ja, ältere Technik, Weidemann. Also. Ja, ausgeschlossen den. Aber wohlgemerkt, die ersten Hoftrags oder so waren elektrisch. Ja, oh, Alter, geht ab, Junge! Hast du wieder was getuned? Nein! So wie das letzte Mal auch. Mit 35. Ach so. Der aber Aufzug, der Schieß hat bergab in der mit 60 nur, Alter. Du musst aufpassen wie ein Heckgewicht und der Schaufel, dass nicht Bums macht und der Flaksch auf der Seite. Das komische ist, jedes Mal, wenn ich auf der Seite liegen würde, stehe ich wieder auf von alleine. Okay. Ja, gut. Ja, ich bin mir noch ein bisschen weiter am Düngen, aber wir sind für die heutige Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, dann kostet auch keinen Sinn. Und den roten Knopf draufhaben, falls noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Island Grand im LSNZ-PNDEC zusammen mit Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.